Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Zelda. Wir befinden uns hier wieder am Stall, denn hier gab es ein paar Quests. Und ich glaube, du warst es, der oder die das Skelettpferd sehen wollte, oder? Na, wie ist die Lage? Genau, das Knochenpferd. Das habe ich aufgespürt, ja, hab's gefunden. Da. Guck. Das ist es. Ist es nicht hübsch? Was? Das soll ein Knochenpferd sein? Das ist ein Stahlpferd. Ein Monster. Ja? Uff. Ah, das wird mich noch in meine Träume verfolgen. So gruselig. Aber das Bild ist gut gelungen. Danke. Lass es mich mal schnell abpausen. Okay, sie ist zufrieden. Ich dachte schon. Danke, ein tolles Bild. Damit kann ich einen großartigen Artikel schreiben. Hier, wie abgemacht. Dankeschön. Ich hoffe, wir können mal wieder zusammenarbeiten. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall ist das geschafft. Verzeihung. Ansonsten gab es hier, glaube ich, nichts. Und solange mein Schutz hier noch wirkt, werde ich jetzt mal nicht weiter hier das Land erkunden. Ich hoffe immer noch auf Kleidung, die mich etwas mehr wärmt als der Wams. Sondern ich werde einmal hier rumreiten und mir die Schlucht hier auf jeden Fall angucken und den Berg und das da. Alles Mögliche halt. So. Reite geschwind, Salvador, denn wir haben keine Zeit. Wir haben nur noch knapp 3 Minuten. Da ist mein Feuerfreund wieder. Huch! Hoppala, Salvador, ganz ruhig. Ganz ruhig, Salvador. Shh. Hallo, Elch. Bitte nicht wehtun. So, hier sollte es gleich auch wieder... Ja, es wird jetzt schon wärmer. Das ist wunderbar. Noch ein Elch. So. Und ich glaube, ich möchte mal hier stehen bleiben. Und gucken, was passiert, wenn das Ding über uns fliegt. Ja, die wunderschöne Musik setzt wieder ein. Oh, es fliegt schon über uns. Hi. Okay, ich dachte, ich kriege es etwas näher zu Gesicht. Ich speichere hier mal kurz, weil ich glaube, ich will doch erst runtergehen. Solange dieser Drachengeist da noch da ist. Oder? Hier muss auf jeden Fall auch noch ein Schrein sein. Hi. Ich bin mal so wagemutig. Schaut euch das an. Was ist denn das hier? Ich wünsche, es wäre jetzt tagsüber. Okay. 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 Ich hatte mir hier was markiert, weil das interessant aussah. Und es ist ein Krogrätsel. So, komm her. Wie sieht das denn hier überhaupt aus? Was muss ich hier tun? Ich setze das einfach mal da ab. Warte. Bisschen rumprobieren. So, hier schon mal nicht. Da vielleicht. Ja? Nein. Ja, ich weiß, ich könnte mir das andere Ding jetzt auch genauer angucken und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Da drunter nichts. Okay. Ich glaube, es kommt einfach oben drauf, so wie das aussieht.
Ja, ich mich gefunden. Juhu. Ja. Tschüssi. So, dann hätten wir den Punkt auch mal abgehakt. Stempel löschen. So. Und es wird langsam hell. Das finde ich schön. Aber leider ist unser Feuerfreund jetzt weg, ne? Feuerfreund? Wo bist du? Keine Ahnung. Weg. Der ist über alle Berge. Genauso wie Salvador da oben. Der ist auch über alle Berge. Wortwörtlich. Schade. So, auf den Ruinen bringt mir hier natürlich nicht viel. Weil ich muss unten rein, nehme ich an. Ja. Groß ist das Ding auf jeden Fall. Sehr, sehr groß. Bis ich da vorne angekommen bin, dauert es ja ewig. Hey. So. Hallo? Ist so groß hier. Ich flieg mal auf die Mauer. Vergessener Tempel. Ach, guck mal, da ist was zum Wegsprengen. Aber ansonsten sehe ich hier erstmal nichts. So, einmal. Zack. Ein Krog. Jaha. Du hast mich entdeckt. Juhu. Tschüssi. Oh. Ja gut, mehr gibt es hier oben, glaube ich, nicht. Ist das eine Kiste? Bist du eine... Nee, ist nur ein Stein. Okay, da unten ist es sehr nebelig. Die Musik ist so bedrohlich, okay. Hallo. Wächter. Hier drin wächst was. Okay. Okay. Nein. Das sind sehr viele. Das sind sehr wenige Pfeile. Ich meine, ich könnte den einen oder anderen auch anhalten, aber... Nur sehr kurz. Ja, lol. Ich versuch mal, einfach reinzuspringen. Ja! Seh nichts. Okay, bin drin. Was mir das bringt, weiß ich auch noch nicht. Aber wir werden es erleben. Ach, so möchte ich auch klettern können. Ach nee, doch nicht. Wenn es zu steil ist, fällt Link auch runter. Okay. Versteck mich einfach.
und renne durch, wenn ich kann. Tschüss. Oh, da ist noch einer. Oder noch mehrere. Und bis jetzt läuft es sehr gut. Scheibenkleister. Hammer. Ey, fall doch nicht einfach wieder runter. Könntest du... Danke. Na, Link! Was soll denn das? Kletter doch einfach hoch. Möglichst versteckt, bitte. Ja, der könnte mich sehen. Das ist natürlich doof. Eieiei. Ich könnte natürlich auch aufs Ganze gehen, ne? Hi. So. So, jetzt beten, dass mich keiner sieht. Sieht aber gut aus. Der könnte mich locker sehen. Aber er will nicht. Da ist der Schrein. Ich habe ihn gesehen. Ich speichere nochmal. Da. Okay. Augen zu und durch? Was meinst du? Augen zu und durch. Hoppala. Okay, soweit so gut. Ist das aufregend? Guten Tag. Mami. Ich bin vielleicht ein bisschen suizidal veranlagt. Oh, ist das aufregend. Ah, wow. Irgendwann werde ich sie alle abschalten. Aufregend. Ey, ich wurde nicht einmal getroffen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, falls du gespielt hast, ob du getroffen wurdest hier. Das interessiert mich brennend, wo ich gerade brennende Ausrüstung sehe. Das war witzig. So, bitte die Rüstung. Das wär doch praktisch. Ach, schade. Schade. Dann tauschen wir das mal aus, würde ich sagen, ne? Oder soll ich das wegtun? Habe ich das fotografiert? Ich tue das mal weg. So, liebes Elektroschwert.
Du hast mir treue Dienste erwiesen, aber ich habe dich auch schon fotografiert. Falls ich es irgendwann nochmal brauchen sollte und suchen muss. Heieiei. Die Wächter sind schon ein Völkchen, ne? Ja, danke schön. Ich habe überlebt. Ich habe die Prüfung nicht gemeistert, ich habe sie einfach überlebt. Also die Wächter sind jetzt aber nicht deaktiviert, nur weil ich das geschafft habe hier, ne? Wäre ja ein bisschen langweilig. Das kann ich rauslöschen. Ah ja, da habe ich mir den Geist markiert. Genau das habe ich getan. So, ihr lebt aber alle noch, ne? Ihr Wächter. Also leben in Anführungsstrichen. Ja, natürlich. Ding. Ich guck kurz nochmal, ob hier hinter was ist. Ansonsten... Nee. Was warst du mal für ein Tempel? Das ist eine riesige Statue. Cool. Kann ich hier beten? Tatsächlich. Ich bete an der größten Statue der Welt. Okay, du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich möchte Ausdauer. Dann hätten wir zwei Ausdauercontainer nämlich voll. Wenn das Ausdauercontainer sind. Wenn man das so nennen kann. Zwei Kringel haben wir dann voll. Zwei Kreise. Dankeschön. Ah nee, doch nicht. Eins fehlt noch für den ganzen Kreis. Schade. Darf ich an dir hochklettern? Hast du was dagegen? Nein? Okay. Lass mich gucken, was da oben ist. Ach, so viel Ausdauer, ist das schön. Es sieht ein bisschen so aus, als ob es hinter der Statue weitergehen würde. Aber ich glaube, das sieht auch nur so aus. So, lass mich mal hier hoch, bitte. Hallo. Na? Ja, wer weiß, vielleicht ist dahinter was. Ne? Vielleicht ist hier hinter was. Der hat mich entdeckt. Du bist aber gut versteckt, Kleiner. Du bist aber gut versteckt. Gut, dann hätten wir das auf jeden Fall gemeistert. Da steht Salvador. Und hier hoch. Ich muss jetzt irgendwie wieder hochkommen, ne? Oder ich teleportiere mich einfach zum Stall und reite und hol eine Erinnerung ab. Das können wir machen. Hier habe ich unterwegs nämlich mal entdeckt. Und dann habe ich es mir markiert, damit wir uns das zusammen anschauen können. So. Ach, schön. Hallo, Titan. Bald komme ich dich besuchen. Bald. Boah, der Stall ist so weit weg von diesem Schrein. So. Wie lange ich jetzt auch einfach rennen kann, das ist unglaublich. Unglaublich cool. So, wollte hier noch jemand irgendwas? Ihr wolltet doch irgendwas, oder? Genau, Kolossalknochen, bitte sehr. Habe ich fotografiert. Da. Das ist wundervoll, eine astreine Zeichnung. Das ist ein Foto. Damit müsste sich zeigen lassen, dass es ein Vulkanausbruch war. Bitte hilf auch meinen Brüdern. Okay, wo ist denn der Rest nochmal? In Hebra. Mhm. Wie, bitte sehr. Du hast doch gar kein Bild. Ach so. Hebra. Okay. Hoppala. Ach ja, im Vulkan war auch nochmal so ein Riesenskelett. Vielleicht ist das hilfreich. Warte, bei Hebra
Gibt's auch? Ja, das sollte sehr schwierig zu finden sein. Einfach, weil man hier auch nicht so weit gucken kann, ne? Also als ich hier meine Markierung gesetzt habe, ist mir auch nichts Knochenmäßiges aufgefallen. Aber der Typ meinte ja gerade was von Eishöhle. Von daher kann man das auf der Karte wahrscheinlich gar nicht sehen. Willst du vielleicht das aus dem Vulkan haben? Ja, bitte sehr. Doch. Ach nee, Gerudo. Nee, Goronen sind nicht bei den Gerudos. Das sollte ich mir mal merken. Gut, und er hatte... Habe ich das... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das gefunden habe, ob das hier auf dem Berg war. Wir zeigen ihm aber einfach mal das Bild. Dann weiß ich es wieder. Ja, genau da habe ich das nämlich gefunden. Da gehen wir gleich gerne hin. Und dann geht es... Hoppala. Dann geht es erstmal hier hin, dorthin und dann fliegen wir da runter. Genau. Erzähle ich schon seit 8 Folgen. Und jetzt machen wir es auch. So, komm mal her. Gib mir mein Salvador. Ist er denn jetzt immer noch auf 99 Zuneigung? Der ist schwierig zu zähmen. Ich gebe ihm mal einen Apfel oder so. Jetzt regnet's. Dankeschön. Sehr nett. Ja, ja. Salvador, möchtest du einen Apfel? Hier. Tja, friss aus meiner Hand. Bitte. Friss aus meiner Hand. Das ist für dich, Salvador. Bitteschön. Ja, brav bist du. So. Ja, die Richtung stimmt schon mal. So, da vorne müsste es gleich kommen. Mit der Erinnerung. Und hier ist ein Hinox. Oder? Hier war auf jeden Fall einer in der Nähe, das weiß ich. Irgendwo hier gab es einen. Aber egal. Oder war das hier? Ich weiß es nicht mehr. Es regnet zwar, aber das hält uns nicht davon ab, diese wundervolle Erinnerung uns anzuschauen. Ich hoffe, sie ist wundervoll und diesmal vielleicht zur Ausnahme oder als Ausnahme nicht traurig. Zur Ausnahme? Ich nehme schon wieder zu lange auf. Ausnahmsweise mal nicht traurig wäre schön. Das möchte ich sagen. Erinnere dich, Link. Erinnere dich. Da. Entschuldigung. Guck hier. Und hier, noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier, vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht... Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Hey. Na los! Ist schon! Endlich mal eine schöne Erinnerung. Ja! Das war witzig. Sie wirkte da fast sorgenfrei. Das war schön zu sehen. Und Prinzessin Enzian, ja, der ist sehr selten. Das stimmt. Aber ich weiß, wo ab und zu was wächst. Ausgestorben ist er auf jeden Fall nicht. So, das wäre das hier gewesen. Und jetzt reite ich zurück.
Ich habe hier gerade jemanden errettet und so eine Monster-Essenz bekommen. Und Keton vom Monsterladen stellt dieses Mittel angeblich her. Wo ist er? Das ist Teil einer Quest für mich. Es soll jeder Medizin einen angenehm vollsaftigen Beigeschmack bescheren. Das ist gute Ware, kein Zweifel. Oh. Dieser Keton ist komplett auf Monster fixiert und erforscht angeblich ihr Verhalten. Er soll auch außer der Monster-Essenz noch ein paar interessante herausgemachte Produkte im Angebot haben. Wo ist er? Ich will ihn unbedingt einmal treffen, nur um zu sehen, was er für ein Typ ist. Ich suche schon seit einer Weile nach ihm, aber ich finde ihn einfach nicht. Er soll in Akala sein, in der Nähe eines Teiches, der wie ein Totenkopf aussieht. Da muss ich mich dann nochmal genauer umschauen. Aber hey, wir haben einen weiteren Hinweis. Das ist schon mal gut. Sonst hieß es nur auf der Ebene von Akala, glaube ich. Ich weiß, wo das ist. Irgendwann kümmere ich mich darum, okay? Okay. So, hier ist ein Pfeil. So, den muss ich natürlich mitnehmen. Na gut, weißt du Bescheid. Ich bin extra vom Pferd gesprungen dafür. So, hopp, hopp. Und ich habe auch herausgefunden, dass wenn ein Weg da ist, das Pferd automatisch auf dem Weg läuft, ohne dass man irgendwas drücken muss. Das ist schon ziemlich cool. So, ich bin gleich an dem Ort, wo ich hin wollte. Da leuchtet ein Pilz. Ansonsten wird es gerade ziemlich dunkel. So, da ist der Ort der Begierde. Mann, ich mag abends nicht. So, da wollte ich hin. Da ist auf jeden Fall ein Brunnen. Mal sehen, was es da noch so gibt. Da leuchtet was. Hallo? Alles in Ordnung mit Ihnen? Wer sind Sie? Ich habe mich verirrt, ja. Glaube ich dir aufs Wort. Ich weiß genau, wer du bist. Ist das ein Zweihänder? Nein, ist es nicht. Entschuldigung, weißt du vielleicht, wie man in die Gerudo-Wüste kommt? Ja, ungefähr. Zum Glück habe ich dich getroffen. Ich hatte mich völlig verirrt. Jetzt kann ich auch etwas Nettes zurückbringen. Und zwar dein Kopf. Ja. Okay. Ja, komm doch her. Ja, komm doch her. Ja, komm doch her. Renn doch auf mich zu. Trau dich, du feige Sau. Fast. Ah, Mist. Ich krieg dich. Yeah, das ist meiner. Doch nicht. Okay. Wobei ein Kopfsammler, Schwertbanane, auch nicht mehr so reizvoll ist. Hier ist auf jeden Fall ein Brunnen. Und ein bisschen nichts. Ah, Mann, hat sich voll gelohnt. Ja, absolut. Nicht. Kann man ja nicht wissen. Auf jeden Fall kann die Markierung... Upsala. Die Markierung kann weg. Ab auf den Berg. Hier kommt mein Freund, der Drachengeist, her. Oh, hier ist kalt. Aber noch nicht so kalt. Deswegen ziehe ich mal den Wams an. Hallöchen. Was für eine Strecke der aber auch, ne? Er kommt auf jeden Fall irgendwie hierher. Oh Mann, er ist so hübsch. Ist gerade auch eine super Aussicht. Mega. Warte mal. Ich bin gleich oben. Und muss dafür nicht mal richtig klettern. Sehr cool. Da hinten sieht man den Stall von Hebra.
Mega. Mega! Hallo, Krog. Bei manchen Steinen weiß man es einfach. Jupp, jupp, tschüssi. So, da will ich hin. Erstmal mache ich die Markierung weg. Und endlich können wir auf die Makoro-Insel, die fast so klingt wie Makoros. Schauen wir mal, was das bringt. Da ist auf jeden Fall ein Baum. Und ich vermute fast, hier wird einfach nur ein Krog sein. Direkt auf den Baum, bitte. Ah, ja, genau. Habt ihr Pfeil und Bogen? Ja, habt ihr. Hm? Aua. Dann mal auf. Aua. Oh, ich hasse... Ja, steh doch auf. Ich hasse, wenn die Speere haben. Hammer. Ihr seid der Hammer. Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Das sind ein paar viele. Hui! Ein paar sehr viele. Viele, viele, viele. Scheibenkleister. Hui! Schnelligkeit ist hier gefragt. So, da ist ein Kopf. Mach den Kopf weg. Was hier abgeht. Hey, ei, ei, ei. Du setzt dein Köpfchen nicht auf. Wo ist denn der? Da. Ah, ich habe kein Schwert. Ah, fantastisch. Okay, Boomerang ist, glaube ich, nicht so gut. Ich nehme das Master-Schwert. So, wo haben wir denn noch Köpfchens? Da. Wie sie ihn anfeuern. Gib mir deinen Kopf. Gib mir deinen Kopf. Seid ihr jetzt fertig? Was ist das hier für eine Kampfinsel? Was ist das hier für eine Kampfinsel? Komm, her. So, was jetzt? Hallo? War's das? Und nu? Das kann's doch jetzt nicht gewesen sein. Hm. Hauptsache, ich bin jetzt voll schnell. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Da ist ein Stein. Pass auf. Ich warte mal bis abends. Weil vielleicht kann man die Kämpfe nur abends oder nachts machen. Oder irgendwie so. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Aber ich habe schon einen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht zum Waffenfarmen, ne? Warte, was habe ich denn für Bögen? Ich mach den mal weg. Und nehme mit den mit. 36, ui. Das lohnt sich doch. Na gut, dann warte ich jetzt wieder bis morgens.
Ich dachte, hier gäb's irgendwas Besondereres. Wobei Waffenfarm ja auch cool ist. Ja, genau. Danke. Ja, gut, dann hätten wir das abgefrühstückt. Und ich glaube, zur nächsten Folge werde ich mal hier hingehen. Ich überlege gerade, warte mal. Das ist... Ach ja, Totenkopfsee. Da soll ja der Monster-Verkäufer-Dingsbums sein. Das müssen wir auch mal nachgucken. Ich weiß noch nicht, was ich zuerst mache. Ob ich erst hier hingehe. Obwohl, weißt du was? Das machen wir jetzt eben. Noch kann ich bis abends warten. Warte. Ich habe auch gelesen, ich soll abends hingehen. Deswegen machen wir das. Da ist eh ein Teleport. Von daher. Von daher mache ich das jetzt einfach schnell. Und zur nächsten Folge sehen wir uns dann hier oben. Genau. So, aber jetzt erstmal dahin. Hallo. Ich brauche ja gar keinen Winterwams mehr gerade. Ich möchte wieder meine antike Rüstung anziehen. Und ich müsste mal wieder zur guten Fee, damit sie mir meine Hose ein bisschen auffrischt. Ne. Ich glaube, ich fliege einfach mal aufs andere Auge. Ist das ein Hinox? Sehe ich das richtig? Nee, warte. Ach, das ist der Monsterhändler. Oder? Habe ich ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden. Boah, wie schnell ich bin. Guck mal. Mann, da habe ich ja echt gute Medizin eingenommen. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Bitte? Ja? Hallo? Kilton. Ja? Kilton. So. Ist das jetzt eingespeichert? Nein. Maximum erreicht. Ach, verdammt. Dann lösche ich mal ein paar Sachen. Hier das und das und das. Obwohl, den Leunen? Ja, den Leunen kann ich auch löschen. Ich lösche den Leunen aus seinem Leben. So. So. Okay. Aber ich möchte einen Eintrag, wenn ich den schon... Ne? Hi! Anscheinend geht das nicht. Hi. Ha! Ah. Nur so ein Hi, Juliana. Wer bist du? Ich? Ich sollte mich wohl vorstellen, was? Ich bin Kilton. Sag bloß, du hast Gerüchte über meinen Monsterladen gehört und bist deshalb hierher gekommen. Was ist dein Monsterladen? Was? Tut mir leid, im Moment bereite ich den Monsterladen gerade noch auf die Eröffnung vor. Ach, wo sind nur meine Manieren? Hier ist meine Karte. Okay, kaufe Monstermaterialien zum guten Preis. Monsterladen killt schon. So, so, dann gib mir die Karte doch bitte zurück. Was? Nein. Ich mag Monster. Hoho, und wie sehr magst du sie? Ja, ziemlich. Eigentlich sehr, weil ich kämpfe gerne. Okay. Chill, Brudi. Oh, tut mir leid, das ist es wohl wieder mit mir durchgegangen. Also, es ist so, ich liebe es, Monster zu studieren. Deswegen habe ich mir den Monsterladen einfallen lassen. Ich überlege gerade, in welchem Dorf ich meine monströsen Forschungen fortsetzen sollte. In Kakariko oder Hateno vielleicht? Oder im Dorf der Orni? Oder möglicherweise im Dorf der Zoras? Wie wäre es mit Chubarasa? Oder ich bleibe hier in der Nähe am Akala-See. Da könnte ich schneller weiterforschen. Was ist los mit dem? Wenn ich nur daran denke, werde ich schon ganz aufgeregt. Dann auf zu einer Monster-Studienreise. Wir sehen uns sicher mal wieder nachts bei einem Dorf. Okay. Gehört das mit zu meiner Quest? Weg ist er. Er ist weg. Er ist weg. Nachts in einem Dorf. Was könnte das nur bedeuten? Ich würde ja fast wetten, dass er hier mal auftaucht.
Ja gut. Warte mal kurz. Wer war das denn? So, auf Expansionskurs. Hm? Verdächtiger Verkäufer. Ein Soldat beim Stall im Ostakala. Genau. Mehr über eine verdächtige Person herauszufinden. Die betreffende Person soll mit ihren seltsamen Monsterladen durch das Land ziehen und Waren verkaufen. Wenn du jemanden triffst, auf die Beschreibung passt, solltest du das Aussehen der Person für Holm festhalten. Das habe ich getan. Ich weiß aber nicht, ob das ordentlich gespeichert hat jetzt. Teleportieren. Weil ich habe ja nur seine Rückseite jetzt gesehen. Das ist das Problem, glaube ich. Uff. Na, schauen wir mal. So, Stall. Er rennt gerade rein. Der war das, ne? Genau, der Soldat. Sogar abends regnet es. Du hast also Details zu diesem Keton? Ja, ich habe ein Foto. Guck mal. Da. Von hinten. So, so. Aha. Wie merkwürdig. Ich kann dir gar nicht genug danken. Damit werde ich ihn erwischen. Danke. Okay. Das hat also ausgereicht. Alles klar. Damit wäre das geschafft und diese Folge wäre auch geschafft. Ne, Hundi. Ja, ein feiner bist du. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.